Herzlich willkommen zu 12 Orte, 12 Gespräche. Nach Scheune, Friseursalon, Autobahnraststätte sind wir heute sozusagen am hohen Hort der hohen Kultur. Wir sind hier im Schauspielhaus in Hannover in der Cumberlandschen Galerie. Hier in der Cumberlandschen Galerie werden nicht die ganz großen Stücke gegeben, die werden im Nachbarhaus und auf Schauspiel gegeben, aber das kleine, intime Kammertheater. Und sozusagen im eigenen Haus begrüße ich den Intendanten hier an der Spielstätte des Schauspieles Hannovers. Ich begrüße Lars-Ole Wallburg. Und ich begrüße natürlich wie immer bei 12 Orte, 12 Gespräche unsere Landesbischöfin Margot Käßmann. Und jetzt dürfen Sie es auch mal zeigen, dass wir heute auch Publikum haben und heftig Beifall geben. Frau Landesbischöfin, seit wenigen Monaten Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und Herr Wallburg, ungefähr genauso lange neuer Intendant des Schauspielhauses in Hannover. Sie haben beide sozusagen die ersten Monate Ihrer Spielzeit hinter sich. Herr Wallburg, nach 3 Premieren in 4 Monaten, wie erlebt ein Intendant einer großen Bühne seine erste Spielzeit? Ja, immer noch sehr lustvoll und freudvoll, begleitet von einem tollen Publikum hier in Hannover, die sehr offen sind, womit man nicht unbedingt rechnen konnte, weil unser Spielplan durchaus nicht so ganz Mainstream-artig ist, sondern teilweise auch sehr sperrige Themen und Stoffe eben halt bereithält. Nee, und wir sind eigentlich sehr auf eine sehr angenehme Weise so willkommen geheißen worden. Und jetzt langsam fange ich so überhaupt erstmal an, mal irgendetwas kennenzulernen, was außerhalb des Weges von zu Hause ins Theater und zur Probebühne liegt und langsam mal rauszukriegen, wo ich überhaupt jetzt gelandet bin hier in Hannover. Da ich es eh nicht verheimlichen kann als nicht gebürtiger Hannoveraner, kann ich sagen, Hannover ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Nicht Mainstream war das Stichwort, auf das ich gern noch ein bisschen einsteigen würde. Sie haben zum ersten Mal schon bundesweit Schlagzeilen gemacht als Intendant hier in Hannover. Sie haben nämlich das Stück Parsifal des Schweizer Dramatiker von Lukas Berfuss aufgeführt. Bundesweite Schlagzeilen, ist das das Ziel, das ein Intendant anstrebt? Na, ich möchte erstmal schönes Theater machen, gutes Theater machen, was Leute bewegt und wo Leute sozusagen mit dem Herzen und dem Kopf teilnehmen können und sollen. Und ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt nicht so Fishing for Compliments mäßig, mir geht es erstmal darum, das Haus hier vollzukriegen und die Leute wirklich hier vor Ort zu erreichen und es hinzukriegen, dass man in einen Dialog dort eintritt. Wenn man dann darüber hinaus das Feuilleton, das überregionale Feuilleton auch dazu kriegt, sich darum zu kümmern, was in Hannover stattfindet, ist das nicht das Schlechteste, würde ich mal sagen. Schlagzeilen nach Hannover zu holen, das ist der Landesbischöfin, die seit 10 Jahren Landesbischöfin in Hannover ist und seit knapp 4 Monaten Vorsitzende des Rates, auch gelungen. Was sind die neuen Erfahrungen in 120 Tagen neues Amt? Also zunächst muss ich sagen, war jetzt gar nicht so ein dramatischer Einbruch da, weil ich einfach schon diese langen Jahre jetzt Landesbischöfin bin und die Landeskirche gut kenne. Da konnte ich auch vieles gut delegieren. Das Amt der Ratsvorsitzenden ist ein Ehrenamt, wohlgemerkt. Viele haben gedacht, ich ziehe nach Berlin um, dass der Ratsvorsitz immer in der Hauptstadt wäre. Aber das wechselt sozusagen alle 6 Jahre zwischen den leitenden Geistlichen. Was ich merke, ist egal, was ich sage, vielleicht auch heute Abend, ich finde jeden Satz wieder. Und mir wird jetzt immer gesagt, ich soll weniger spontan sein, ich soll mich ausgewogener äußern. Und das fällt mir unwahrscheinlich schwer, weil ich dann auch denke, dann kann ich nicht mehr sein, wie ich bin und dass ich genau beobachtet würde, was tut sie, was macht sie. Also die Kontrolle ist irgendwie stärker und das finde ich nicht nur ein Zugewinn an Schönheit im Leben. Aber die Schlagzeilen, die ja im Januar die Presse bewegt haben, die kamen ja gar nicht von einer spontanen Äußerung, sondern die kamen aus einer Predigt, aus dem, was des Amtes der Bischöfin ist, oder? Ja, und ich meine, das muss man ja auch sagen, also wenn eine Predigt die Menschen in Deutschland noch so bewegt, sind wir auf gutem Wege. Ich habe mich darüber unwahrscheinlich gewundert. Ich will auch ganz klar sagen, viele in Hannover kennen genau diese Passage, weil ich die in meiner Weihnachtspredigt in Hannover hatte und dann habe ich gedacht, das kannst du in Dresden ruhig nochmal sagen. Das hat ja noch in Dresden niemand gehört, dass dann diese Passage so einen Wirbel verursacht. Fand ich absolut erstaunlich. Andererseits muss ich sagen, wenn eine Bischöfin zum Frieden ruft, halte ich das für eine angemessene Mahnung und fand
bei manchen schon irritierend, dass sie gesagt haben, wie kann sie zufrieden mahnen? Ja, das ist eine Frage, die müssen sicher andere, die müssen Politiker beantworten. Aber das Spannende ist doch, der eine macht Schlagzeilen mit Theater, Sie machen Schlagzeilen mit Predigten und wir haben den heutigen Abend überschrieben mit alles Theater. Das Theater, Herr Wallburg, ist von gelungenen Inszenierungen abhängig. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber wollen die Menschen, die als Zuschauer kommen, das sehen, was ein Regisseur gern inszeniert? Na, das hoffe ich sehr. Also wenn das nicht übereinander kommt, dann hat meistens die Seite, die das Programm macht, einen Fehler gemacht und nicht die Zuschauer. Ich sehe das ein bisschen anders, auch mein Theaterbegriff ist anders. Wir versuchen hier, und deswegen kann ich das auch nur unterstützen, was Frau Kessmann sagt, von Seiten der Kirche ist es genauso wichtig. Ich glaube, letztendlich so wie das hier kein reiner Kunsttempel sein darf, sondern sich letztendlich mit Lebensfragen, mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen muss, das ist unser Verständnis von Theater. Und insofern ist für mich natürlich erstmal die gelungene Aufführung das Nonplusultra, was man immer anstrebt. Die Auseinandersetzung, die neben den Aufführungen stattfindet, die ist genauso wichtig für ein lebendiges Theater. Wir haben jetzt gerade eine Aktion in der Stadt gemacht, wo wir mal so getan haben, als würden wir am Kröpke eine Moschee bauen lassen. Das hat für große Irritationen gesorgt, aber letztendlich für ein Gespräch, was sich danach daran angeschlossen hat, was ich für sehr, sehr wichtig halte und für zeitgerecht. Abgesehen davon, dass wir ein Stück dazu machen, wo es um einen Moscheenstreit in Berlin geht, was zeitgleich passiert. Aber und insofern denke ich, müssen die Dinge miteinander Hand in Hand gehen. Und dann, glaube ich, entsteht etwas, was mich am meisten interessieren würde, dass nämlich Theater ein Auseinandersetzungsort wird für Gesellschaftsthemen, für Stadtgespräch auch. Und das versucht man ja in der Kirche ähnlich. Also es ist ein ähnliches, die beiden Institutionen haben eigentlich viel miteinander zu tun. Ich habe jetzt schon in wenigen Monaten eine ganze Menge Veranstaltungen mit der evangelischen Kirche hier zusammen gehabt und da ein ganz großes Interesse gespürt. Das Interesse der Kirche am Theater, ist das Interesse an der Inszenierung, an der Fremdartigkeit, an der Möglichkeit, ein Gespräch auszulösen durch das Anderssein? Also es gibt, denke ich, viele Theaterstücke, die die Sinnfrage stellen, die Orientierungsfrage, die Wertefrage. Und insofern gibt es da eine gute Dialogbasis. Das haben wir an der Jugendkirche beispielsweise auch in Hannover, wo ja Theaterstücke auch gezielt mit Jugendlichen inszeniert werden. Das finde ich eine gute Form. Wir müssen auch sagen, dass das Laienspiel, jedes Krippenspiel auch immer eine szenische Darstellung beispielsweise biblischer Geschichten ist. Also insofern ist das Spielen, das szenische Umsetzen biblischer Geschichten beispielsweise ein Zeichen dafür, dass Theater der Kirche gar nicht so fremd ist. Diese Krippenspiele, dieses szenische Umsetzen biblischer Geschichten finden ja in der Kirche statt. Ich weiß, dass Lars-Ole Wallbrück in Basel vor vielen Jahren den Faust in die Kirche verlegt hat, in der Kirche inszeniert hat. Warum in einer Kirche? Ja, weil das natürlich für einen Theatermenschen erstmal ein sehr spannender Vorgang ist, dass man an Orte geht, die anders besetzt sind, die sich mit dem Thema, was man dann eben halt mit einem Stück vielleicht beackern möchte, eben halt ganz anders auseinandersetzen können. Und Sie können sich vorstellen, eine Kirche kann man in kein Theater reinbauen, auch nicht mal die Anmutung dessen, was man in einer Kirche empfindet, kriegt man über ein Bühnenbild in einen Theatersaal hinein. Und da für mich eben halt im Faust 1 die zentrale Frage, die wirklich die Gretchenfrage ist, also die Frage des Umgangs mit der Religion, und ich das auch eine zutiefst verstörende, weil teilweise ohne Antwort bleibende Frage unserer Zeit finde, habe ich das gemacht. Und ich meine, das ist natürlich für jemand, der mit Bildern umgeht, ist natürlich eine Kirche erstmal ein unglaubliches Geschenk, abgesehen davon, dass es auch etwas mit Demut, mit ganz vielen Gefühlen zu tun hatte, wo wir uns erstmal ein bisschen frei strampeln mussten, um da drinnen ganz normal arbeiten zu können. Und dann hat er Mephisto auf die Kanzel geschickt. Kann man sich das vorstellen? Also ich habe schon einmal ein Theaterstück sehr kritisiert, das in einer Kirche stattgefunden hat, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich wird die Kirche nur als Ort gesucht, um eine letzte Provokation, einen letzten Tabubruch möglich zu machen. Das finde ich schwierig, wenn die Kirche, dann wird sie für mich missbraucht als Raum, weil sie nur gesucht wird, um Tabus zu brechen. Aber das Theater mit dieser Sensibilität, die Sie eben auch
für den Raum benannt haben, mit dieser religiösen Frage, die gerade bei Faust so deutlich ist, in der Kirche stattfinden kann. Das denke ich schon. Wir sagen als Evangelische nicht, dass das heilige Räume sind, aber es sind Räume, in denen von Heiligen gesprochen wird, die durchbetete Räume sind. Und ich finde, es muss einen Respekt auch vor diesem Raum geben, in dem Menschen Abendmahl feiern, ihre Kinder taufen, ihre Toten betrauern. Wenn dieser Respekt da ist, kann ich mir Inszenierung vorstellen. Und ich könnte auch Faust auf die Kanzel lassen. Ich hoffe, er würde dann aber auch abgekanzelt werden. Das ist ja beim Faust, zumindest gibt es da diesen Prolog im Himmel, wo Mephisto dann doch feststellt, dass er den Alten von Zeit zu Zeit ganz gerne trifft. Ist das dieser Dialog mit dieser teuflischen Figur eine Herausforderung, die man sonst als Prediger auch hat? Das kommt ja in der Bibel durchaus vor. Also wenn wir die Versuchung Jesu in der Wüste sehen, dann ist der Teufel ja im Dialog und sagt, ich verspreche dir alle Weltenreiche, wenn du jetzt springst, oder alle Schätze dieser Erde. Also dieser Dialog mit der teuflischen Versuchung, den gibt es in der Bibel immer wieder. Und das ist natürlich bei Faust also großartig dargestellt. Und ich glaube, dass das Gute und das Böse im Menschen ringen, das ist gerade in den biblischen Geschichten immer wieder zu sehen. Und das ist im Theater natürlich vielerorts auch gut inszeniert zu sehen. Aber in der Bibel sind diese Dramen durchaus abgebildet. Es gab eine Zeit in der evangelischen Kirche, da kamen die Pastorinnen und Pastoren ununterbrochen auf Ideen, an anderen Orten Gottesdienste zu feiern, in Industriehallen. Was würden Sie sagen, wenn einer auf die Idee käme, im Schauspielhaus in Hannover einen Gottesdienst zu feiern? Also würde sich sehr anbieten, weil das Foyer hat natürlich schon fast was Sakrales und Kirchenartiges. Also wir hatten auch überlegt in der Vorbereitung der Spielzeit, ob wir nicht Kirchenbänke oder so eine Anmutung von Kirchenbänken ins Foyer stellen, weil ganz viele Leute immer gesagt haben, Mensch, man kann da gar nicht sitzen und so. Dann dachten wir, na, dann wäre das vielleicht die beste Form, irgendwie darauf einzugehen. Jetzt haben wir eine andere Lösung dafür gefunden. Ich finde solche Vermischung total gut, letztendlich bereichernd, befruchtend für beide Seiten. Ich bin eben halt bei einer Veranstaltung gewesen, wo es umgekehrt darum ging, wie weit das Theater in der Kirche Einzug halten sollte. Und da habe ich so dezidiert eine Meinung, wo ich finde, nee, ich möchte eigentlich erstmal das Authentische. Hier im Theater soll gelogen werden, dass sich die Balken biegen, aber bitte in der Kirche nicht. Also da möchte ich jetzt gar nicht so die Show haben, irgendwie das amerikanische Vorbild würde mich da gar nicht interessieren. Aber umgekehrt, ich bin ein großer Freund von guten Predigten und wir hätten hier einen guten Platz. Wenn die gute Predigt im Theater einen Platz hat, dann muss ich jetzt doch eine Frage nachschieben. Wir leben hier in einer Kirche, die eine große Liturgie feiert am Sonntag. Ist das nicht auch eine Inszenierung? Aber sicher kann man das Inszenierung nennen. Nur ich denke, die Liturgie ist natürlich was anderes, weil es geistlich gefüllt ist, für die Menschen auch eine verlässliche Form ihrer Feier darstellt. Manche sagen ja, ich kann gar nicht verstehen, was da stattfindet. Wer sich ein bisschen reindenkt, weiß, dass das Ganze stattfindet beim Abendmahlsgottesdienst ja mit einem Bekenntnis, dass wir schuldig geworden sind. Es gibt einen Psalm, ein Kyrie, also ein Trauern um eigenes Versagen und menschliches Versagen in der Welt, dann ein Gloria, ein Lob Gottes und ein Anvertrauen Gottes, ein Gebet, eine Predigt, eine Fürbitte für andere Menschen und ein Amen zum Schluss und einen Segen. Das ist natürlich auch ein Ablauf, ein liturgischer Ablauf, der sicher auch eine Inszenierung ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eine Kirchengemeinde, so wichtig mir die Predigt ist, aber auch sehr stark schaut, wie soll unser Gottesdienst gestaltet sein und wie gehen Menschen in diesem Gottesdienst mit? Anders als beim Theater können sie ja bei uns mitsingen, mitbeten, also Beteiligung haben wir fast mehr in der Kirche dann. Aber klatschen dürfen sie manchmal bei uns auch. Also so ist. Und wie ist es mit der Beteiligung im Theater? Ja, meistens finden die Zuschauer das nicht so toll, wenn sie interaktiv werden müssen. Kommen Sie aus der ersten Reihe mal davor. Genau. Aber also insofern glaube ich, es gibt es immer wieder. Es gibt, also für mich hat das erstmal auch was damit zu tun, der moderne Theaterbegriff hat ja auch eigentlich so das, was man vierte Wand früher genannt hat, nämlich so die Begrenzung zwischen dem, was auf der Bühne passiert und dem, was im Zuschauerraum wahrgenommen wird, eigentlich niedergerissen. Und das ist auch richtig so. Ich kann zum Beispiel Theater gar nicht mehr anders denken, als dass die Tatsache die ist, dass man auf der Bühne steht und versucht natürlich an die Menschen heranzureden, die dort unten sind. Und